Willkommen hier oben auf diesem Kraterberg, weil Cyrus hier vorhat, kann ich mir nur in den engsten Träumen vorstellen. Und damit, let's go. Was hat dieser Typ hier vor? Und die ganze Galactic-Sippe mit? Ich denke mal, wir schießen die jetzt endgültig in die nächste Atmosphäre in Richtung Mond. Weil diese Typen, ey, sind der reinste Scheißhaufen, den es nur gibt. Gleich neben Team Rocket, Magma, Aqua und die ganzen Typen, die es da so heißt, die Verbascherbande. Was haben die alles noch vor? Ein Ziel nur. Haben die Kunden, die hier. Die wollen die absolute Macht und die Welt zu erneuern. Aber leider kommt ein Trainer wie ich den immer wieder in die Quere. Und somit sind wir ein Held, genauso wie Zelda auch ein Held ist, oder beziehungsweise Link, weil die müssen alle die Welt retten und wir müssen das gleiche in grün machen wie die ganzen anderen Helden auch. Genug gequatscht, wir legen los. Ey, Junge, 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 let's go. Etwas Gewaltiges steht unmittelbar bevor. Komm uns bloß nicht in die Quere. Schatypi, kriegst du euch mal voll die Fresse irgendwo. Doppelkampf, Alter! Let's go! Budox wieder. Oh. Die ganze langweilige Scheiße wieder von vorne. Das nervt! Aber übelst. Wir könnten Erdbeben machen, da wäre Luxa sofort. Das macht keinen Sinn an der Stelle. Wir machen Knirsche auf Budox. Brauchen wir Blitz auf Skunkapu. Das reicht für den One-Shot. Nice. Hervorragend. Ah. Ist wirklich minimal gewesen. Ah, Junge, Junge. Das heißt, Schildherr, wir müssen noch ein bisschen trainieren mit dir. Gigasauger auf Charmian. Und Donnerblitz auf das letzte Budox. So, zieh ab hier. Du Käfergedöns. Ich brauch hier niemand. Let's go! 50, Alter, schon. Was lernt das noch? Ich muss mit dem Kumpel tauschen. Sobald wir Maschemai haben. Let's go, let's go. Die Bungel kommt nochmal rein. Die ganzen Flachnieten, Alter. Die ganzen Idioten hier. Rasierblatt müssen wir machen. Und ein Donner auf das letzte Klibungel. Und tschüss. Sofort one-geschottet. Die Wachposten werden schon mal damit ausgeschaltet. Ihr hört dies. Mann, das war echt eine erbärmliche Leistung. Wir lassen dich jetzt durch. Dann kann unser Boss dich fertig machen. Unser Boss dich fertig machen.
Was geht hier oben für eine geistkranke Party ab, Junge? Ach du Scheiße, das sind die Kommandanten. Kannst du irgendwo vorbeibogeln? Nein, das geht nicht. Scheiße. Ach du dickes Ei. Der Boss Cyrus. Das geisteskranke Genie vom ganzen Team Galactic Haufen. Jetzt wird alles enden und alles wird neu beginnen. Mit dieser roten Kette öffne ich das Portal in einer anderen Dimension. Palkia, mystisches Pokémon und Meister des Raums unter Dimension. Ich befehle dir, deine Macht für mich zu entfesseln. Was quatscht der denn da für Blödsinn, Alter? Der muss mal seinen Dealer wechseln, wa? Ach du Scheiße. Was geht? Der Typ ist doch krank, ich wusste es. Ach du Scheiße. Alter. Die Vernichtung allen Seins steht bevor. Steins, Seins. Wenn alles vergangen ist, wird es kein Krieg und kein Streit mehr geben. Spürt ihr, wie sich der Raum verzerrt? Nur, ich kann es jetzt noch aufhalten. Also er kann es noch aufhalten, so rum. Alter, was geht da ab, Junge? Holy shit, ey. Das ist das Pokémon, von dem in den Mythen erzählt wird. Der Erschaffer von Sinnoh. Palkia, die Verkörperung des Raumes und der Dimension. Alter. Diese Welt kann ich nicht mehr in das Ungeformte werden. Was ich will. Eine neue Welt zu erschaffen ist viel leichter als die alte zu verändern. Okay. Eine neue Welt, in der ich alleiniger Herrscher bin. Ich werde eine Gottheit. Alles klar, Junge. Der Laberheinz. Moment mal, nur keine Eile, mein Freund. Ich verstehe ja, dass du unbedingt unseren Boss herausfordern willst, aber erstmal musst du an mir vorbei. Immerhin hast du mich schon einige Male ziemlich bloßgestellt. Und ich bin die Nächste, verstanden? Du magst zäh sein, doch diesmal werde auch wir die Sandlandschuhe ausziehen. Alles klar, wer kommt jetzt? Augenblick mal, Moment mal, ich bin auch noch da, okay? Ohne mich findet hier keine Party statt, verstanden, klar! Was ist denn mit denen nicht richtig, Schätze? Ist das nicht der Kleine, der am See der Stärke noch weinte, weggerannt ist? Aha. Na, inzwischen stärker geworden? Mir soll's recht sein. Wir schlagen auch 2 gegen 2. Oh Gott! Oh, die haben volles Team, haben die. 2-mal Bronzel? Das wird übelst. Okay, wir müssen mal jetzt taktisch vorgehen. Kinderschau.
Nein, das reicht doch nicht. Reflektor. Oh, oh, oh. Konfusionsstrahl. Ach du Scheiße. Ha, bist sehr gut. Digga, du machst keinen Schaden. Absolut nichts. Schaden machst du. Oh, eine Knirscher, das ist das erste Bronzel. Der macht mit seinem Mamfax so kein Schaden. Ein Typ, Junge. Immerhin ist es C. Das Mamfax so. Skunkapunk. Ach ne, Skunkatank. Nochmal Knirscher auf. Warte mal. Wir müssen das Bronzchen nochmal loswerden, ja? So, es ist down. Mach es gut. Oh, shit. Hey. Jetzt sind wir beide vergiftet. Shit. Wieso setzt der Biss ein? Bei einem Unlicht-Pokémon. Ey, das ist total sinnlos, der Kerl. Oh shit, wir sind vergiftet alle. Schnurrgast kommt rein. Jetzt gehen wir auf Erdbeben. Scheiß mal auf das Manfaxo. Kehrtwende, oh shit. Das macht ein bisschen Damage. Alter, ach Gold. Scheiße. Das war mies. Was, Gunkertank hat das überlebt? Das ist übel. Was frisst denn der da gerade? Eine Bär oder wie? Level 46, Alter. Oh, shit. Flammenwurf. Und dann noch die Gift. Wir werden ja safe einen Pokémon verlieren, wa? Panferno. Ich wusste, dass ein MVP kommt. Wir müssen raus zur Luxra, bitte. Flammenwurf. Ach ja, genau, das konnte ja Flammenwurf damals hier in... Irgendwo war das nochmal, in Kraftwerk oder so, hä? Nochmal Kehrtwende. Ach du Scheiße. Schnurrgas kommt wieder rein. Alter, macht das Damage, Junge. Wir müssen unbedingt das Skunkapunk wegbringen. Mach's gut, Skunkertank. Nahkampf. Oh, das war wichtig, ey. Das war richtig wichtig, ey. Panferno ist besser als mein Faxo. Jetzt ist mein Erd gleich reingeholt, du Kunde. Und nicht erst zum Schluss, Alter. So, Donnerblitz, danke. Scheiße, übel. Blättersturm. Nice. Macht 130 Schaden, Alter. Was verlernen wir da hier? Wir machen anscheinend mal Rasierblatt weg. Alter, Blättersturm, 130er Angriff! Das ist insane, Alter! Goldball kommt nochmal rein. Nochmal ein Goldball, okay.
Das passt hervorragend. So, erstmal das andere. Flammrad, okay. Donnerblades, los! Das überlebt kein einziges hier Goldbad. Alter! Giftzahn. Aber instant Dystoxin, Alter. Das ist da. Das ist übel. So, Donnerblitz. Noch ein Flammenrad, okay. Was war denn das gerade? So, Donnerblitz regelt hier auf jeden Fall und klärt gleichzeitig auch. So, Mars und Jupiter, das war's für euch. Auweia, ich hätte wohl lieber alle Kämpfe sollen. Und du bist immer noch schwach. Hehe, meine Pokémon sind echt stark, stimmt's? Wenn ich eier, ja, ja, ja. Ich kann bestimmt auch so stark werden wie sie. Aber ich fürchte, für uns ist hier Endstation. Moment, Tonti, ich helfe dir. Danke fürs Hallo, Tibi. Und weg ist er wieder. Alter. Oh, Palkia, das ist. Was geht ab hier? Das schaut nice aus. Fantastisch. Überwältigend. Wir sind Zeuge der Geburt einer neuen Galaxie. Ja, eines neuen Universums. Alter, was ist denn hier ab? Was? Ah, die Freunde aus den Seen. Selfe. Vesprit. Turbots. Ich habe mir gerade übelst die Gänsehaut, Freunde, aber übelst. Alter, ist das nice. Schau mal, Freund, das war die Rache, dass du die gefangen hast vorher. Nice. Die Legendären aus dem See. Ist das krass hier, der Shit? Und jetzt in der heile Welt zusammengefallen wie ein Kartenhaus. Nein, die rote Kette, sie hat sich in nichts aufgelöst. Wie konnte das passieren? Und warum erscheint Vesprit, das Pokémon von dem See der Wahrheit, neben dir? Tja, wir haben es übrigens gerettet und es weiß genau, wer es gut mit einem meint. Egal, völlig egal, es ist alles verloren. Meine Galaxie ist zerstört! Das kann ich nicht akzeptieren. Ich werde die drei wieder einfangen und eine neue Kette schmieden. Aber vorher werde ich dich zerschmettern. Let's go, come on, baby. Alter. Was für ein geiles Match mittlerweile. Oh, der Kramchef. Von Kramorx zu Kramchef. So, wir gehen raus zu Luxra, Baby. Let's go. Ich denke mal, bis auch das Finale vom Galactic Heinis auflockern. Oh, shit.
Jetzt wird's spannend. Und Donnerblitz, let's go! Das reicht selbst im One-Shot. Ja, wie gedacht, Alter, übelst, was hier abgeht. Agilität auf so ein Hundlevel, Alter, willst mich verarschen? Garados, okay, bleibt mir safe drin, ne? Agilität auf Level 51, ich wiss schon! Agilität, alles klar. Ich muss los, Bruder. Was frisst denn der schon wieder jetzt? Tja, hat ja nichts zu packen, hä? Hat ja nichts gebracht, diese Bär oder was auch immer da gefressen hast. Snibuna, wir bleiben safe drinne. Alter, was geht hier ab um 48? Schaufler! Oh shit! Und wir sind Elektro. Aber wir können auch doch noch zu Charaptor raus. Dann hat's keine Wirkung. Und Schaufler keine Wirkung, was du Spinner? Und Nahkampf für dich. Das genau ist cool. Aber instant weggeholzt. Das ist zu einfach. Übelst andauernd One-Shot. Das ist immer der heftige Shit, ey. Das ist übelst. Vor allem mit 48 einfach mal so One-Shotten. Das ist krass. Mit einer Kampfattacke haben wir den geschrottet. X-Band kommen, oh oh. Er hat anscheinend seine ganzen Pokémons entwickelt mittlerweile. Der hat's getroffen, der Kommandant. 46. Okay, Donnerblitz regelt. Giftstreich. So. Alter. Wir kriegen alles gewonnen schon. Das ist der übelste Hardcore-Shit. Knirscher zu lernen. Das ist eine gute Attacke. Machen wir Biss weg. Vom Biss auf Knirscher ist immer die beste Attacke. Eine Fußische Maschok. Wir müssen das Maschok entwickeln. Und tschüss, du Idiot. Mach's gut, mein Serious. Was ist dein ultimatives Ziel? Was ist deine Vorstellung von Perfektion? Alter, was ist mit den Typen nicht richtig? Kannst du etwas nur die größten Glücksmomente sind jenen, deren Schöne, die Welt durchströmen? Was ist denn das, ey, für ein Deutsch, ey? Pah! Es ist sinnlos, dich zu fragen. Doch ich werde nicht aufgeben. Eines Tages werde ich zu einer Gottheit. Und jetzt bist du erstmal ein Jammerlappen, der komplett gelust hat hier. Und die ultimative Perfektion erreichen. Alles nur Wunschdenken. Okay, wir sollten mal speichern. Palkia, der Meister des Raumes und der Dimensionen. Ich kann nicht sagen,
ob es wütend oder traurig ist. Ich denke mal, erst beides. Aber mir scheint, als würde Balke etwas von dir erwarten, Tordi. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, es fordert dich heraus. Oh shit! Geh schon, Tordi, stell dich Palkia. Hör auf deine Stimme und dein Herz und folge ihr. Palkia ist außer Kontrolle geraten, weil es mittels der roten Kette dazu gezwungen worden ist, hier zu erscheinen und seine Kräfte einzusetzen. Er scheint darauf zu warten, zu vertrauen, dass du es aufhalten kannst. Alter. Tordi, bin ich Armin begegnet. Er sagte, dass er an dich glaubt. Ist immer ganz neue Tone. Wenn jemand diese Aufgabe bewältigen kann, dann du. Auch ich glaube an dich. Jawohl! Zugabe, Zugabe, Zugabe! Bitte hilf diesem Pokémon, es leidet darunter, was Team Galactic ihm angetan hat. Wir müssen speichern, Kollege, ja, das geht ja noch. Let's go! Ach du Scheiße! Kia! Tschüss Leben, hallo Palkia. Kein Shiny. Was für ein Level hat das? 47? Okay, das geht. 47? Knirscher. Blitz ein. Shit. Wir versuchen das mal zu fangen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Premier Ball, ein seltener Ball, das irgendein Ereignis hergestellt wurde. Hyperball. Wir werfen mal eben ein Hyperball. Alter! Raumschlag! Das macht ja übelst den Damage, Alter! Kampf, wir machen nochmal Gigasauger. Ist das nützlich oder so? Knirscher ist besser, hä? Wasserring ist halt wieder. Vielleicht können wir mit Luxra nochmal die Paare raushauen. Damit wir das dann fangen können, Alter. Alter, das gibt's doch nicht. Antikraft. Macht fast kein Damage. Das heilt sich wieder. Ich will auch keinen Meisterball ausgeben dafür. Das brauche ich für die legendären Pokémon, die aus dem See kommen. Alter, der macht uns hinüber. Wir gehen raus zu hier Luxra und machen die Paare raus. Alter, Scheiße, Junge. Das zu fangen wird eine Herausforderung jetzt. Holy shit, man! Fehlgeschlagen, Wasserringe. So, Kampf, Donnerwelle. Na klar. Wie kann das verfehlen, Alter? Wie geht das, Alter? Verfehlt einmal Donner. Eine Donnerwelle ist klar, Junge. Donnerwelle, let's go. So, die Paare haben wir schon draußen.
Oh shit, wenn es irgendwann keine Attacken hat, noch verzweifelt und stirbt. Oh shit. Hoffentlich reichen uns die Bälle. Naja, zur Not müssen wir dann doch einen Meisterball nehmen. Das bringt ja dann auch nicht mehr dann hier, gell? Wir könnten es wagen mit dem Knirscher. Knirscher, los! Schwein gehabt! Alter, Palkia-Fang, ey, das ist das eine übelste Herausforderung. Alter Schwede, Junge. Das wackelt noch nicht mal. Das ist mal übel. Das wackelt nichts, gar nichts. Let's go, Timerball. Das ist unglaublich, das wackelt gar nichts. Und das heilt wieder andauernd. Los, Timerball, los! 1, 2, 3. Das war arschknapp. Das war ganz knapp da. Ey, Junge. Ganz knapp davor. Wir nehmen mal Boilin. Das war wirklich arschknapp jetzt. Aber richtig knapp, Alter. 1. Ah, wenigstens wackelt schon mal einmal, das ist schon mal sehr gut. Ich glaube mal, wir fangen das auch noch in dieser Folge. Alter, so ein Vieh, ey. 1, 2. Nein. Das wird auf bald full life, Alter. Ich krieg die Krise hier, gell? Wir müssen es nochmal schwächen. Mit Wasserdüse. So, auf geht's im Kampf. Und die Wasserdüse, let's go. De. So. Wir müssen es fangen. Los. 1. Ah, shit. Wir fangen das ganz entspannt, Freunde. Also nichts überstürzen. Keine so allzu starken Attacken einsetzen. Sonst geht das Ganze hier nach hinten los. Und das Palkia ist fort. Allerdings, es könnte sich um Stunden handeln hier. 1. Ah, shit. Das tut schon dauernd heilen. Das ist nicht gut. Kampf bis. Machen wir nur neutralen Schaden. Der Flinch war gut. Ein Ball, der mit zunehmender Kampfdauer effektiver wird. Deswegen habe ich mir die extra gekauft dafür. 1. Ach, shit.
Weißt du, was geil wäre? Den Critical Catch. Kein Wackeln, gar nichts, gleich gefangen. Das wäre nice. Aber gibt's das überhaupt in diesem Spiel? Noch nicht gesehen, gell? Wir setzen Biss ein. Wieso andauernd Wasserregen? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Das wäre kompliziert, das zu fangen, Alter. Bei 1 schon raus. Das ist der Hammer. Los, fangen wir es wieder mal. Los geht's. Alter, das geht immer nur bei 1 raus. Das ist übel. Es hielt sich weiter mit Wasserregen. Wir haben noch 24 Schammerbälle. Jawohl, gefangen! Nice, wir haben es eingesackt. Und es war innerhalb des Zeitfensters, würde ich sagen. Nice! Jawohl! Räumliches Pokémon Wasserdrache! Ja, Junge, 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 nice! Gefangen! Palkia ist in Sack und Tüte! Tordi, ich kann es nicht fassen. Dass du es tatsächlich geschafft hast. Du warst hervorragend, wirklich absolut unglaublich. Unquellwitz. Ich war mein ganzes Leben noch nie so aufregend. Und das heißt, es war 6 Jahre. Was bei 6 Jahre? Sein letzten Treffen hat der Professor unerbittlich geforscht. Er war besorgt um dich, Tordi, und kam extra deinetwegen an diesem gefährlichen Ort. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Komm, lass nach Hause gehen. Pff, Alter. Niemand hat das Recht, die Zukunft anderer oder gar eine ganze Welt zu bestimmen. Wahre Worte, Herr Professor Eibe. Digga, war das insane oder war das insane? Wo müssen wir jetzt hin? Ha, zum letzten Orden müssen wir, na klar, Junge! Nice! Nach Sonnenweg müssen wir. Gibt's noch irgendwas Spannendes hier zu ver... Oh, was ist denn das denn hier? Weißorb. Okay. Mann, war das geil. Ich habe eigentlich nicht damit gedacht, dass es so schnell zu fangen geht. Anscheinend war das doch ja diesen Timerball zuschuldet. Umso länger der Kampf dauert, umso effektiver wird dieser Ball. Alter, war das eine geile Folge, Freunde. Und schon morgen sehen wir uns ja wieder im Sinnoh. Macht's gut und ciao.